Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für alles rund um das professionelle Licht. In unserem heutigen Video möchte ich Ihnen einmal demonstrieren die Osram Luminestra LED. Das ist eine ganz, ganz schlanke LED-Lichtleiste. Sie ist perfekt geeignet für den Möbeleinbau oder aber auch für den Schrankunterbau. Zum Beispiel, wenn Sie eine Küche haben, da ein paar Oberschränke und direkt da unten drunter die Arbeitsfläche. Da möchten Sie ganz häufig direkt unter den Oberschränken das Licht montieren. Das können Sie perfekt mit dieser LED-Lichtleiste. Die ist unwahrscheinlich schlank und da kommt auch richtig viel Licht heraus, sodass Sie unten das Essen zubereiten können. Die Lichtleiste gibt es in unterschiedlichen Längen, auch in unterschiedlichen Lumenpaketen, das heißt die Lichtmenge variiert. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Lichtleiste zu trennen von dem Vorschaltgerät, indem Sie das Ganze ein bisschen umstecken. Das werde ich nachher in diesem Video demonstrieren. Bevor wir zu der Montage kommen, werden wir uns erstmal um die lichttechnischen Features und um die Maße kümmern. Die Osram Luminestra gibt es in zwei verschiedenen Längen. Hier habe ich die längere Variante in der Hand, die kürzere direkt daneben. Und dadurch, dass es beim Schrankeinbau und Unterbau sehr häufig sehr kritisch ist, was die Länge und die Maße angeht, werden wir hier das Ganze ebenfalls einmal durchmessen. Ich werde jetzt die vollständige Länge einmal messen. Das sind 59 cm bei der längeren Variante inklusive aufgesteckten Vorschaltgerät. Wenn man das separiert und nur die Lichtleiste selbst verwendet, sind das 48 cm. Die Breite der Osram Luminestra generell sind 5,5 cm. Die Aufbauhöhe der Lichtleiste selbst ist 1 cm bzw. inklusive Vorschaltgerät sind das 2 cm. Bei der kürzeren Variante, die Gesamtlänge sind 44,5 cm, die Breite ebenfalls 5,5 cm und die Höhe beträgt weiterhin 1 cm von der Lichtleiste selbst bzw. inklusive Vorschaltgerät sind es auch hier 2 cm. Kommen wir nun zu den lichttechnischen Features. Die längere LED-Lichtleiste hat 960 Lumen. Gerade für den Bereich, wo Sie mehr arbeiten, weniger das Ganze dekorativ brauchen, ist das sicherlich die bessere Wahl. Die Lichtleiste selber benötigt dafür nur noch 13 Watt und Sie haben von daher eine Effizienz von ungefähr 74 Lumen pro Watt. Die kürzere LED-Lichtleiste hat 490 Lumen, sie benötigt dafür 8 Watt und sie kommt daher auf eine Effizienz von 61 Lumen pro Watt. Die beiden Lichtleisten gibt es entweder mit 3000 Kelvin, also ein schönes Warmweiß, oder aber auch mit einem Neutralweiß 4000 Kelvin. Die gesamte Lebensdauer wird von Osram angegeben mit 30.000 Stunden. Wie viel ist das? Wenn Sie einfach mal hochrechnen, Sie würden das pro Tag 8 Stunden einschalten, kämen Sie auf eine gesamte Lebensdauer von über 10 Jahren. Bevor wir gleich zu der Montage übergehen, möchte ich noch einmal kurz zeigen, wie Sie zum Beispiel die LED-Lichtleiste trennen können von dem Vorschaltgerät. Und das Ganze können Sie vollkommen werkzeuglos tun. Sie brauchen hierzu lediglich auf der Unterseite die beiden Klipse nach hinten schieben und schon können Sie das Vorschaltgerät trennen von der Lichtleiste. Jetzt brauchen Sie lediglich diesen kleinen Adapter dazwischen herauslösen. Osram liefert mit dazu zwei Plastikkomponenten, die Sie nur noch aufstecken müssen. Einmal für die Lichtleiste bleibt hier ein kleines Loch, wo Sie gleich das Kabel reinstecken. Genauso gut auch auf der zweiten Seite. Auch hier muss hinterher nur noch das Kabel aufgesteckt werden. Das werden wir jetzt einmal tun. Das Kabel selber ist 1,20 Meter lang. Und zack, auf der einen Seite und auf der anderen Seite kontaktiert. Nun brauchen wir nur noch das Ganze in die Steckdose stecken und einschalten. Sie sehen, nun haben wir die Möglichkeit, diese LED-Lichtleiste sehr versteckt irgendwo zu montieren. Das fällt dann überhaupt nicht auf und das Vorschaltgerät hier ist 1,20 Meter entfernt. Am Ende dieses Videos soll es nochmal um die Montage der LED-Lichtleiste gehen und hierzu habe ich ein kleines Brett vorbereitet. Osram liefert grundsätzlich mit dazu drei kleine Klebestreifen. Damit können Sie auch die Lichtleiste direkt unterm Schrank zum Beispiel befestigen. Brauchen Sie nur an drei Stellen einmal das Ganze aufkleben, das ist ein Doppelklebeband und anschließend irgendwo drunter kleben. Für mich ehrlich gesagt nicht die ganz professionelle Anwendung. Die Gefahr, dass es irgendwann mal herunterfällt, weil die gesamten Klebestreifen altern, ist durchaus gegeben. Wie wird das Ganze ansonsten befestigt. Sie haben hierzu drei oder zwei kleine so eine Winkel und Osram liefert auch mit dazu
einmal die passenden Schrauben dazu. Ja, und das Ganze wird anschließend so montiert, dass der Winkel anfangs so steht und wenn Sie es nachher herumdrehen, arretiert. Das werde ich jetzt einmal kurz tun. Wie Sie hier daran erkennen können, habe ich die beiden Winkel nun festgeschraubt auf dem Holz. Nun brauche ich lediglich diese kleine Schiene hier einmal darüber legen und am Ende beide Winkel einmal herunterklappen. Das Ganze ist so ein bisschen strammer. Zack. Aber wie Sie jetzt hier dran erkennen können, ist die Lichtleiste nun vollends befestigt. Sie können sie noch so ein kleines bisschen hin und her schieben, das geht schon. Aber Sie können die Lichtleiste nicht mehr von dem Holz trennen. Das ist also eine wirklich sichere Montage Ihrer Lichtleiste, die Sie definitiv wählen sollten, wenn Sie es zum Beispiel auch in der Küche montieren, wo schon auf der Arbeitsplatte ein bisschen mehr gewerkelt wird und wo die Gefahr schon mal besteht, dass Sie gegebenenfalls auch ein bisschen kräftiger gegen die Lichtleiste gegenkommen können. Auch noch eine kleine schöne Information zum Schluss. Die beiden Osram Luminestra LED, die Sie heute in diesem Video gesehen haben, verschenken wir. Das heißt, derjenige, der so schnell wie möglich eine E-Mail schreibt an info@watt24.com mit der Information, mit dem Betreff Osram Luminestra zu verschenken, kann eines dieser Modelle bekommen. In Summe, wie gesagt, sind das maximal 2 Stück. Es gibt keinen Rechtsanspruch, keinen Garantieanspruch. Selbstverständlich sind die Produkte schon gebraucht gewesen. Wir haben Ihnen ja die Montage hier schon gezeigt. Kleiner Tipp, abonnieren Sie einfach unseren Channel, dann bekommen Sie immer die neuesten Videos mit, in denen wir Ihnen dann am Ende auch erzählen werden, ob es dieses Produkt, dieses Muster, was wir Ihnen gezeigt haben, auch zu verschenken gibt.